Tag zusammen, DJ Vincent aus Frankfurt, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Mitte Februar 2022 und ich wollte nochmal so einen ganz kurzen Überblick geben über das, was so im Moment passiert. Eine Sache, die sicherlich demnächst kommt, ist Karneval. Ich bin für 2 Tage gebucht hier beim Kölschen Karneval in Frankfurt. Das mache ich zusammen mit Thorsten. An dieser Stelle, ich weiß gar nicht, ob Thorsten meine Videos sieht. Auf jeden Fall schöne Grüße. Wir machen das immer so, dass er 2 Tage macht, ich mache 2 Tage und ich mache schon seit längerem den Rosenmontag und den Faschingsdienstag. Und wenn es dann am Faschingsdienstag Mitternacht wird, dann wird halt kein Kölscher Karneval mehr gespielt. Dann ist, ist Aschermittwoch und dann gibt es noch ein bisschen NDW und noch ein bisschen Partymusik auf die Ohren. Aber da gibt's keine Kölscher Karnevalsmusik mehr. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Kölscher Karneval vor 3 Jahren, wir haben ja jetzt 2023, 2020 im Februar, habe ich noch diese 2 Tage Kölscher Karneval gemacht. Und ich weiß noch genau, dass ich damals mich viel mit meiner Frau darüber unterhalten habe und auf mir selber viel Gedanken darüber gemacht habe, weil da gerade schon die ersten Corona-Fälle in Heinsberg waren. Und ich habe so gedacht, boah, Heinsberg ist in der Nähe von Köln, also so Gladbach, Bergisches Land irgendwie. Könnte ja sein, dass jemand dort sich mit Corona infiziert hat, zum Kölschen Karneval gegangen ist, dort jemand anders angesteckt hat, der dann nach Frankfurt gekommen ist und an dem Abend im Zoom Club in Frankfurt war. Ich habe damals ein ziemlich mulmiges Gefühl gehabt und ich weiß auch, dass der Lockdown, der kam kurz danach, das war nicht mehr lange. Ja, es ist glücklicherweise nichts passiert, also ich wüsste jetzt von keinem, der sich da bei unserer Party infiziert hat, aber ja, da war schon ein bisschen schwieriger. Jetzt ist aber 2023 und wir sind in einer völlig neuen Saison, völlig neue Situation. Corona ist abgeflaut, wir haben also die Möglichkeit, wieder Party zu machen. Freue ich mich mega drauf. Dann in der Woche Karneval. Freitag, der 24. Februar, treffen wir uns hier im Rhein-Main-Gebiet, die DJs im Rhein-Main-Gebiet. Und zwar in einem Restaurant, das heißt Zum Clubhaus. Das ist ein afrikanisches Restaurant. Ich mache euch einen Link dazu hier in die Beschreibung oder hier oben blende ich es euch ein. Dort treffen wir uns, da gibt es so einen kleinen Nebenraum und ich hoffe, dass wir da so ein bisschen unter uns sein können, ja auch wegen Hörschwierigkeiten. Und das ist eine wirklich gute Gelegenheit, Kollegen zu treffen, die man bisher nur am Telefon hatte oder Kollegen, die man lange nicht gesehen hat. Und man kann vor allen Dingen auch mal wieder mit Leuten sprechen, die sich für DJ-Themen interessieren, weil ich meine, meine Frau interessiert sich null dafür, auch in meinem sonstigen Umfeld. Ich erzähle natürlich, ah, guck mal hier, ich habe da die Party gemacht oder da und dann, ja, cool, alles schön, was machen wir jetzt? So ungefähr, aber mit DJs, mit anderen Kollegen kann man sich hervorragend über, keine Ahnung, über Technik und über dies und das und über bestimmte Entwicklungen austauschen. Man ist halt so ein bisschen unter sich und kann sich mal so richtig schön unterhalten. Das würde ich sowieso jedem empfehlen. Ich freue mich, dass mein Freund Lars kommt und ich habe mit Lars schon eine ganze Menge Vermittlungen gemacht. Also ich war angefragt worden, zum Beispiel hier für die Primus-Linie und das hat Lars dann in der einen oder anderen Situation übernommen, hat hervorragend funktioniert. Wir haben lange, lange, lange telefoniert und dann haben wir uns kurz vor Weihnachten das erste Mal getroffen und es war sehr, sehr herzlich. Und ich freue mich drauf, dass wir demnächst zusammen essen gehen und eben mit den anderen Kollegen. Ich denke mal, Olaf dürfte dabei sein. Und ich habe auch Mike Hoffmann eingeladen, wenn er kommt, wenn er Zeit hat, dann wird er auf jeden Fall dabei sein. Dann Mark Kiss wird eventuell dabei sein, das weiß ich gar nicht, seine Frau glaube ich nicht. DJ Pure Power, die kommt sicherlich nicht, das hat sie glaube ich schon geschrieben. Ja, aber wir werden so ein nettes Grüppchen sein von vielleicht 10 Leuten und wenn ihr wollt, kommt dazu. Würde ich mich total freuen. Schreibt mir vielleicht vorher eine E-Mail, damit ich weiß, dass ich vielleicht beim Restaurant Bescheid geben muss. Also am 24. um 19 Uhr, 24. Februar, 19 Uhr im Restaurant Zum Clubhaus. Da gibt es afrikanische Küche und leckere Getränke. Da treffen wir uns, tauschen uns ein bisschen aus, essen was. Und das ist wahnsinnig wichtig, finde ich, dass man sich mit Kollegen in der Region austauscht. Was gibt's Neues? Erzähl mal hiervon, erzähl mal davon, solche Geschichten. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr diesen Job alleine macht. Immer nur alleine, Einzelkämpfer. Es geht nicht so sehr darum, dass man irgendwie dem anderen irgendwas nicht gönnt oder dem anderen irgendwie die Jobs wegnimmt. Völliger Blödsinn, nein. Es geht darum, dass ihr euch austauscht, dass ihr euch mit Freunden trefft, mit Leuten, die die gleiche Gesinnung haben, die gleichen Interessen haben
Und es gibt bestimmt irgendwann mal die Situation, wo ihr einen Ersatz-DJ braucht oder ihr braucht ein bestimmtes Gerät, ein bestimmtes Equipment-Teil oder sowas. Und dann schreibt ihr in eure WhatsApp-Gruppe mit euren Kollegen und irgendeiner hat das garantiert. Also das kann ich echt nur jedem empfehlen. Ist für eure Karriere überhaupt wichtig, würde ich jetzt mal sagen. So, dann am 25., also der Tag danach, bin ich wieder im Loft 1. Es ist, soweit ich weiß, ein runder Geburtstag, es ist keine Hochzeit. Und ich werde das allererste Mal meine selbstgebauten Subwoofer einsetzen können. Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, ob ich die Jobst Audio Sub 112H mitnehme. Die sind bestückt mit einem Eminence Delta Lite 2 2512. Das ist die korrekte Bezeichnung. Ob ich die beiden mitnehme oder ob ich die PS Sub 112 mitnehme, das sind die von Plan Sound. Ich fände beide geil. Die Jobst Audio, wenn ich die flachlehnen lege, also auf die Seite lege und dann nebeneinander schiebe, ist es fast schon so groß, dass man so eine kleine Bühne hat. Also so ein kleines Podest auf jeden Fall, wo irgendwie Mädels drauf tanzen können oder so. Das wäre schon mal eine coole Option. Die Plan Sound, die stapel ich übereinander. Und die sind bestückt mit dem Tonbandtreiber The T-Speaker 12 280W. Und von der Leistung sind die ungefähr gleich. Es ist halt ein anderes Prinzip. Das eine ist horngeladen, das andere ist oder so ein Hornhybrid. Und der PS Sub 112H von Plan Sound, der ist ein typischer Bassreflex-Subwoofer. Ich werde auf jeden Fall das DCX 2496 mitnehmen. Jetzt weiß ich ja, wo der Fehler lag und hoffe da auf ein echtes Bassgewitter. Und als Endstufe werde ich mitnehmen eine QSC GX3. Die reicht für beide Treiber von der Leistung super gut aus. Damit werden die Dinger befeuert. Ja, und das ist so das, was im Moment ansteht. Am 25.03. unterstütze ich eine Capoeira-Gruppe aus Frankfurt. Navio, oder wer ist denn die? Grupo Navio Capoeira. Die haben hier einen großen Workshop. Wenn ich einen Link habe, poste ich euch den auch nochmal in die Videobeschreibung. Wenn ihr euch für Capoeira interessiert, guckt euch mal so typische Capoeira-Videos an. Ich kann euch auch mal eins verlinken. Das ist schon richtig, richtig cool. Also die Jungs und Mädels, die da so einen richtigen flüssigen Bewegungsablauf haben. Boah. So, und wenn ihr euch dann auch noch Anderson Silva anguckt, der ist mehrfacher UFC, also Ultimate Fight Club Champion. Das ist auch ein Kaporista. Wenn der Tritte raushaut, dann gute Nacht. Also das ist schon. Boah. Und an dem gleichen Tag, an dem 25.03., unterstütze ich auch noch eine Gruppe, die machen Tanztherapie nach Krebserkrankungen. Die haben mich vor 5 Jahren oder so schon mal gebucht. Der Verein Tanztherapie nach Krebs. Das sind ganz, ganz, ganz tolle Frauen, ganz tolle Menschen, die wahnsinnig viel Stärke haben, Stärke bewiesen haben, weil die haben ihren Schmerz nach so einer Krebsbehandlung oder Krebsoperation haben die mit Tanz verarbeitet. Und ich kann mich noch sehr gut an das letzte Mal erinnern. Ganz tolle Location, die ich jetzt aber nicht verrate. Und ganz, ganz, ganz tolle Frauen, die einfach nur ihr Leben feiern. Ja, die haben Krebs überlebt. Das muss man sich mal vorstellen. Und feiern, dass sie leben. Und es gibt für mich nichts Schöneres, außer vielleicht eine Hochzeit, aber jemand, der tanzt, weil er leben darf. Läuft mir jetzt schon wieder eine Gänsehaut den Rücken runter. Also da freue ich mich richtig drauf. Jo, das ist so im Moment das, was ansteht. Es stehen die ersten Gespräche mit Brautpaaren für die kommende Hochzeitssaison an. Ja, ich habe auch schon die erste Buchung für eine Sommerfeier. Ja. Das ist so das, was im Moment bei mir los ist. Ich habe so langsam angefangen, so ein paar Sachen zusammenzusuchen, die ich über eBay Kleinanzeigen verkaufe. Das hier ist ein Behringer Mischpult. Das habe ich für ein Appel und ein Ei abgegeben. Ich brauche es einfach nicht. Ja, und ich hoffe, der Käufer wird sich darüber freuen. Schöne Grüße, Olli. Viel Spaß damit. Dann hatte ich hier meine Quad-Phases oder TriStar, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, von Lightmax, die habe ich bei eBay Kleinanzeigen reingestellt, hat auch einer gefunden und gekauft.
und war aber mit dem Zustand nicht zufrieden. Also er hat gemeint, hier der Bügel oben, der ist ja verbogen und hier in der Mitte dieses Rad, wo die Spiegel dran sind, das ist abgegangen. Ich habe das Ding aufgeschraubt. Ja, das war abgegangen, aber einfach auch nur, weil sich diese beiden Madenschrauben, die so einen Ring auf so einen auf den Motor festhalten, die haben sich halt gelöst beim Transport und dann ist das Ding abgegangen. Ich habe es aufgeschraubt, wieder dran geschraubt, fertig. Ja, und er meinte, ja, das ist ja gar nicht originaler Zustand, ist ja gar nicht neu und so weiter. Ja, entschuldige mal, das ist Gebrauchtware. Ja, und so wie, ne, viel besser wirst du dieses Produkt gar nicht mehr kriegen am Markt. Weil es wird gar nicht mehr hergestellt, soweit ich weiß. Ja? Also gibt die sicherlich noch irgendwie anders mit einem Laser und mit Stroboskop-Leuchten drin, bla bla bla. Ja, er wollte sie nicht haben, ich habe sie zurückgenommen, vielleicht stelle ich sie nochmal rein bei eBay Kleinanzeigen. Ja. Zwei Stück wollte ich verkaufen. Und der Kunde war nicht zufrieden. Ja, hat er sie mir zurückgeschickt. Ich habe sie nochmal aufgemacht, beide, habe beide getestet. Funktionieren. Ja. Aber wenn man eben neue Ware haben will, dann muss man die eben auch neu kaufen und nicht gebraucht bei eBay Kleinanzeigen. Dann aber noch eine kleine Bitte. Ich produziere, ich glaube, recht guten Content. Und ich weiß, dass viele von euch von meinen Videos profitiert haben, glaube ich zumindest. Also, dass sie irgendwas mitgenommen haben, dass sie irgendwas gelernt haben, was sie in ihrer Karriere als DJ weiterbringt. Und ich bin da nicht so krass dahinter, dass ich damit Geld verdienen möchte. Also ich meine, ich habe schon irgendwie eine Auszahlung habe ich mal bekommen von YouTube, aber ja, das hält sich echt in Grenzen. Also ich verdiene mit meinen, was habe ich jetzt, 1320, ne? Ja, 1320 Abonnenten habe ich jetzt. Damit mache ich keine großen Sprünge, was der Umsatz über diese Werbeanzeigen bei YouTube angeht. Aber wenn ihr der Meinung seid, wenn du der Meinung bist, dass du von meinem Kanal profitiert hast, dann gibt's hier unten, da gibt's den Button Super Thanks. Und darüber könnt ihr mir eine kleine Spende zukommen lassen. Ich produziere ganz normal weiter Content, gar keine Frage. Aber das kostet halt auch echt eine ganze Menge Geld, klar, und kostet auch eine Menge Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr von meinen Videos profitiert habt, schickt mir eine kleine Spende, einfach als Zeichen der Wertschätzung. Würde mich wirklich freuen. Yo, ich denke, das war's erstmal. Mein Name ist DJ Vincent aus Frankfurt und ich wünsche euch allen eine ganz, ganz tolle Saison. Ich wünsche euch ganz tolle Auftritte mit tollen Brautpaaren. Nicht so viel Stress. Passt auf euer Gehör auf, ja, benutzt Ohrstecker und so weiter und so weiter. Mein Name ist DJ Vincent aus Frankfurt. Peace, y'all.